Hallo liebe Zuschauer, wir begrüßen Sie wieder einmal ganz herzlich zu einer neuen Sendung im Kabeljournal. Und nachdem wir letzte Woche schon ein paar Tipps für die Winterferien gegeben haben, wollen wir uns noch von Frau Papstmann vom Esche-Museum weitere Tipps einholen. Frau Papstmann, was ist hier im Esche-Museum geplant? Wir haben an zwei Terminen wieder ein Mitmachprogramm für Ferienkinder. Das ist am 13. und am 20. Februar werden wir von 14 bis 16:30 Uhr Handpuppen herstellen. Die sind relativ einfach anzufertigen und haben natürlich auch mit unserem Museum zu tun, weil wir den Stoff für diese Handpuppen hier auf diesen kleinen Rundstrickmaschinen herstellen. Ja, ich denke, die zwei Exemplare, die Sie hier schon sehen können, sind ganz gut gelungen und ich denke, die Kinder werden viel Freude damit haben, oder? Ja, es stößt auf Interesse. Wir haben jetzt schon einige Anmeldungen und ich glaube, das ist ein Thema, kleines Tierchen, kleines Püppchen, was Kinder immer begeistert, ja. Ja, und bevor es noch weitere Hinweise zum Esche-Museum gibt, sehen Sie den ersten Beitrag. Die folgende Sendung wird Ihnen präsentiert vom Möbelhaus Natur und Wohnen aus Bockendorf, Ihr Kompletteinrichter. Der Tillinger Faschingsclub hatte Glück im Unglück, dass er sich am 1. Februar den Faschingsfreunden aus St. Egidien und Umgebung präsentieren konnte, so wie schon eine Woche zuvor. Unsere neue Saison unter dem Motto Sackhüpfen und Ringen, Olympia in Tillingen, ist gestartet. Wir haben die erste Veranstaltungswelle sozusagen mit Ulti-Fasching, erster Veranstaltung und Kinderfasching erfolgreich hinter uns gebracht. Es wurde sehr gut angenommen. Sie ahnten nicht, dass nach der ersten Veranstaltungswelle eine ganz andere Welle auf Sie zukommt. Wir hatten in der letzten Woche einen kleinen misslichen Zwischenfall, wo durch einen Rohrleitungsschaden ein Wasserschaden entstanden ist. Dort hat sich gezeigt, wie nah der Verein doch zusammensteht, wo alle Gruppen entsprechend zusammengefunden haben, um die erste sozusagen Schadensbehebung durchzuführen. Großer Dank auch an die Gemeinde und an die Firma Helot, die da entsprechend großartig sozusagen interveniert haben und mit Notprogramm und so weiter und so fort die Weiterführung der Faschingssaison zu ermöglichen, beziehungsweise die Nutzung der Halle zu ermöglichen. Dank der vielen Unterstützung konnten die Olympischen Spiele in Tillingen ein zweites Mal starten. Ich denke, wir hatten letzte Woche eine super Veranstaltung. Wir haben heute auch wieder ausverkauft. Der Laden brummt. Wir mussten leider etwas umbauen, aber das, denke ich, gehen alle mit. Da bedanken wir uns nochmal bei allen. Ne? Das hat super funktioniert und ja, ich denke, wir haben heute nochmal ein tolles Programm. Wir werden alle zufriedenstellen, ja. Und morgen wird straff weggeräumt. Also immer viel Arbeit für alle Mitwirkenden. Zumal das Programm diesmal sehr lang war. Wir haben sozusagen unsere bekannten Gruppen dabei. Das sind die Saalpolizei, die Sportgruppe, unsere große, unsere kleine Garde, die Fädenkids sowie die Tanzgruppe Déjà-vu. Habe ich jemanden vergessen? Nee, das sieht gut aus. Besonders stolz sind die Tillinger auf ihren Nachwuchs. In der großen und in der kleinen Garde sind wir sehr froh, dass wir da jedes Jahr neue Gesichter drin begrüßen können. Natürlich auch in den einzelnen Gruppen gibt es jedes Jahr Zuwachs und wir sind dann natürlich sehr, sehr stolz darüber, dass der Tillinger Fasching so viele Leute immer noch an sich bindet und hoffen, dass es natürlich so weitergeht. Das stimmt. Genau. Und darauf ein dreifach-Tilliger Hund. Mess! Hund! Mess! Hund! Mess! Fasching ist nicht nur Spaß, sondern bedeutet Arbeit. Der Lohn ist der ausverkaufte Saal. Eröffnet wurde die Veranstaltung mit Louis Büttenrede, der unter anderem die sportliche Gemeinde würdigte mit den Angeboten von Fußball bis zu Kunstradfahrten, mit Tischtennis und Volleyball fürs Vorschulkind bis fast uralt. Und ob ihr es glaubt oder nicht, bald gibt's im Keller Schwimmunterricht. Sport, will man meinen, ist eine gesunde Sache.
Das VIP-Org-Team musste bei der Vorbereitung der Olympischen Spiele in Tillingen allerdings feststellen, dass nichts mehr so wie vor Greta ist, selbst bei einfachen Eintrittskarten. Es gibt keine Papierkarten mehr, merkst du? Die Greta hat was dagegen. Hast du gehört? Um das Klima nicht zu belasten, entschied man sich, die Tillinger Spiele durch und durch regional zu veranstalten, auch was die Sportarten betrifft. Haben Sie dir das Geld geschissen oder was? Tontauben, Feinstaub, schon mal was davon gehört? Geht gar nicht. Ist doch CO2-neutral. Ist gut. CO2-neutral. Die brauchen kein CO2-neutral. Ich hab auch eine Besse. Lass mal die Tauben. Wir holen den Tauben. Nicht immer auf die armen Tauben. Nein, den Tauben. So. Kuhschnappler Badewannenrennen war ebenfalls keine gute Idee. Zu viel Wasserverbrauch. Dann geh ich halt duschen. Dann geh mal duschen. Rennen mit Elektrotraktor, betrieben mit Atomstrom aus Frankreich, kam ebenso nicht gut an. Und das festliche Rahmenprogramm sollte zur Olympiade St. Egidiens Bürgermeister Uwe Redlich gestalten. Das Honorar reicht nur für ein halbes Lied. Hast du den letzten noch so eine Worte? Da hat unser Griechen halt unterwegs eine gefunden. Ist das deine? Also, was kann ich jetzt nicht so sagen? Guck hier, die. Ja, links oder rechts? Egal. Rechts. Jetzt. Es war ein schöner Tag, der letzte im August. Die Olympischen Winterspiele in Tillingen zu veranstalten, gestaltete sich um vieles einfacher. Nachdem sich St. Egidien einen brillanten Ruf als Sportaustragungsstätte erarbeitet hatte, wurden hier sogar die Highland Games ausgerichtet. Das geht so nicht! Also irgendwas stimmt hier nicht. Wo Sport getrieben wird, ist die Dopingkontrolle nicht fern. Jemand auf die Idee, wenn wir kosten. Denkst du, die haben doof? Sehe niemand. Ah! Aber wir als wieder Spur. Und? Einmal frei. Lecker. Kannst du mal sagen, was die Zapsi? Die Faschingsveranstaltung nutzte man auch in diesem Jahr, um sich bei langjährigen Mitstreitern zu bedanken. 30 Jahre wirkte Detlef Fischer bei der Saalpolizei mit. Detlef, verabschieden wir aus dem aktiven Dienst der Saalpolizei. Das bedeutet, was bedeutet natürlich beim Notfall als Reservist, dass wir wieder zurückholen. Detlef, vielen, vielen Dank für das, was du hier eigentlich dem Publikum geboten hast. Und ja, viel Gesundheit und bleib uns irgendwie gesonnen, ne? Auf unseren Detlef ein Tag aus Tillinger und... Bedankt wurde sich ebenso bei Krümel für seine 30 Jahre bei den Tillingern. Du siehst, du bekommst natürlich cooles Bier. Auf unseren Krümel ein dreifaches Tillinger. Und wie früher das Fernsehprogramm endete, endete auch die Tillinger Olympiade. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Möbelhaus Natur und Wohnen aus Bockendorf, Hauptstraße 56a. Sie finden bei uns trendige Einrichtungskollektionen mit passenden Polstern zum Wohlfühlen für die gesamte Familie.
Samstag, dem 8. Februar, feiert das ADTV-Tanzstudio Chemnitz den 11. Geburtstag. Feiern Sie mit ab 15 Uhr kostenlose Schnupperworkshops und ab 20 Uhr Tanzparty. Der Eintritt ist frei. Sie erhalten an diesem Tag vor Ort auch 20% Rabatt auf Kursbuchungen. Dies und alle weiteren Angebote finden Sie unter tanzstudio-chemnitz.de. Der Rassekatzenverein Mülsener Samtpfötchen lädt ein zur internationalen Rassekatzenausstellung in Wilkau-Haslau am 29. Februar und 1. März. Von 10 bis 17 Uhr zeigen in der Muldentalhalle Aussteller aus Deutschland und dem benachbarten Ausland Katzen der verschiedenen Rassen. Erleben Sie die Prämierung durch eine internationale Jury. Am Samstag erleben Sie die Sondershow Very British. Präsentiert werden alle British Kurzhaar. Am Sonntag erleben Sie die Sondershow Let's Go to Maine. Präsentiert werden alle Maine Coon. Sie können sich außerdem ausführlich über die Haltung, Pflege und Ernährung der Samtpfötchen informieren. An Verkaufsständen erhalten Sie, was Katzenherzen höher schlagen lässt. Internationale Rassekatzenausstellung in Wilkau-Haslau am 29. Februar und 1. März mit familienfreundlichen Eintrittspreisen. Es wird eine gute Brücke zwischen Theorie und Praxis geschlagen. Dass die Lehrer einfach für einen da sind, auch wenn man Probleme hat. Sie bringen einem viel bei. Wir wissen eigentlich auch, was draußen der ganz normale Wahnsinn, was so los ist. Wir haben immer ein offenes Ohr, einmal frei. Und können halt nicht nur theoretisches Wissen vermitteln, sondern auch aus der Praxis viele Sachen. Das Klima, das ist schön. Macht einfach sehr viel Spaß. Wir sind ein Team, wir halten alle zusammen. Also ich bin zufrieden. Wir sind wieder zurück im Escher-Museum und mittlerweile im museumspädagogischen Bereich angelangt. Und Frau Papstmann, Sie haben ja hier was vor uns hingelegt. Was ist das eigentlich genau? Das sind sogenannte Handspindeln. Das ist eigentlich von der Technik her ein uraltes Gerät, mit denen kann man Fäden spinnen. Und die entstanden jetzt während einer Projektwoche mit dem Gymnasium hier in Limbach, Oberfrohna. Die Schüler beschäftigten sich mit dem Thema Spinnmühlen in Sachsen. Das sind ja die frühesten Fabriken, die es gab in Sachsen, in denen Spinnmaschinen aufgestellt wurden und nach englischem Vorbild Garn produziert wurde. Und um überhaupt mal zu erfahren, was ist eigentlich Spinnen, wie funktioniert das, ist das schwierig oder einfach, haben die Schüler eben diese Handspindeln ja aus einfachen Bestandteilen selbst zusammengebaut und haben sich auch im Handspinnen versucht und das hat auch ganz gut geklappt. Ja, und diese Projektwoche Spinnmühlen, die weist schon auf unsere nächste Sonderausstellung hin. Wir zeigen ab 13. März eine Sonderausstellung zum Thema sächsische Spinnmühlen. Auch im Rahmen des Jahres der Industriekultur in Sachsen. Ja, liebe Zuschauer, das wird sicherlich auch wieder eine sehr interessante Ausstellung werden hier im Escher-Museum. Und jetzt geht's aber erstmal weiter im Programm mit unseren Wochensplittern. Die Wochensplitter werden Ihnen präsentiert von Volker Kluge GmbH, Ihr Mietgeräteprofi für Baumaschinen, Elektrowerkzeuge und Motorgeräte.
Be Whatever, die Messe für Ausbildung, Studium und Beruf, erlebte am 1. Februar im Frankenberger Luther-Gymnasium eine weitere Auflage. Wir haben 76 Aussteller hier auf unserer Messe mit 100 Ausbildungsberufen und 200 Studienrichtungen. Von regionalen Anbietern aus der Stadt Frankenberg oder Hainichen bis hin zu überregionalen Anbietern wie Zoll, Deutsche Bahn, Bundespolizei bieten wir hier an. Von 10 bis 15 Uhr hatten Ausbildungs-, Studiums- oder Arbeitsplatzsuchende die Möglichkeit, sich über das breite Angebot der Aussteller und berufliche Zukunftsperspektiven zu informieren. Unser Alleinstellungsmerkmal unserer Messe ist, dass die Schüler und Interessenten nicht durch eine große Halle laufen, sondern durch ein Schulhaus mit Klassenzimmern und dort die Möglichkeit haben, das persönliche Gespräch in einer ruhigen Atmosphäre zu suchen. Hier zum Beispiel in der Aula haben wir regionale Unternehmen wie die Diakonie, wie Wendt und Kühn oder Polsterei Hinkelmann aus der Region. Aus der Region waren zahlreiche Unternehmen da, darunter so manche mit langer Geschichte. Ja, wir sind die Firma Enotex aus Frankenberg, 200 Jahre Textilgeschichte und sind froh, hier auf der Ausbildungsmesse sein zu dürfen, bilden unseren Textilmaschinen- und Anlagenführer aus. Ja, wenn jemand mal Interesse haben sollte, dann gern einfach vorbeischauen. In dem Unternehmen geht es bunt zu. Wir bedrucken alles, was weiße Textilien sind und bringen Farbe auf die Textilien. Von einer Damen-Oberbekleidung bis zu einer Bettwäsche machen wir alles. Hoch hinaus geht es bei LTB Leitungsbau aus Radebeul. Wir haben uns Kerngeschäft, den Freileitungsbau. Das heißt, von der Gründung her bis zu den Leitungen, die wir hochnehmen, komplett alles dabei. Auch die Planung mit. Und wir suchen hier Bewerber, die dann ja, für den Beruf des Energieelektronikers oder den Industriemechaniker, die dann als Monteure für uns unterwegs sind. Nach der Ausbildung kann es gleich mit einem BA-Studium weitergehen. Wer weitermachen möchte bei uns, hat da auch gute Chancen. An einigen Ständen konnten die Besucher testen, ob sie die nötige Begabung mitbringen, zum Beispiel für das Feinmechanikerhandwerk. Be Whatever, die Messe für Ausbildung, Studium und Beruf, wird es auch im nächsten Jahr geben. Der Termin steht schon fest. Am 30. Januar 2021 lädt der Bildungsverein Frankenberg zur vierten Berufsorientierungsmesse der anderen Art ein. Der Kulturverein Linde in Mühlau lädt am 16. Februar zum 10. Mittelsächsischen Tauschtag ein. Von 10 bis 16 Uhr können im Kulturzentrum Linde Mineralien und Fossilien bestaunt oder auch getauscht werden. Sammler, die ihre Mineralien und Fossilien anbieten möchten, werden gebeten, sich anzumelden. Telefonisch unter 03722 91 600 oder per Mail kultur.linde@gmx.de. Die Tischgebühr beträgt 5 Euro. Im Hohenstein-Ernsthaler Hotsportzentrum fand am 1. Februar die Endrunde der Futsal-Landesmeisterschaft 2019-20 statt. Die vier Sieger der Vorrundenspiele in den sächsischen Regionen Nordost, Mitte und Südwest sowie der beste Zweite und der Titelverteidiger traten an, um sächsischer Futsal-Landesmeister zu werden. Wir sind froh, dass alle Mannschaften gut hier angereist sind. Ich als Leipziger Stadtpräsident muss natürlich feststellen, dass keine Leipziger Mannschaft dabei ist. Das ist sehr schade, aber nichts zu ändern. Die Besten in Sachsen werden schon gewinnen. Wenn es um Futsal geht, gibt es in Sachsen eine Top-Adresse. Wir wissen genau, in Hohenstein-Ernsthal, das ist das Mekka des Futsals. Ich denke, Hohenstein-Ernsthal wird hier als Favorit sicherlich als Sieger hervorgehen. Bei der Landesmeisterschaft war nicht das NOFV Regionalliga Rekordmeisterteam, sondern die zweite Mannschaft am Start. Allerdings verstärkt mit Spielern aus der ersten Mannschaft. Aber das Spiel beginnt immer von Null. Die Chancen sind wie bei allen anderen Mannschaften relativ ausgeglichen. Dass die Karmai-Geburtsstadt ein Futsal-Mekka ist, liegt auch daran, dass der VfL 05 Hohenstein-Ernsthal schon Futsal spielte, als andere noch gar nicht daran dachten. Inzwischen kann man sagen, Futsal in Sachsen entwickelt sich stark, wobei wir natürlich mit Hohenstein-Ernsthal das Aushängeschild haben, wo wir auch national sehr gut vertreten sind, bis hin zu internationalen Vergleichen. Ich denke, damit können wir wirklich mehr als zufrieden sein.
Futsal wird mit sprungreduziertem Ball und etwas anderen Regeln gespielt als der herkömmliche Hallenfußball. Am Futsal ist das Schöne, dass wirklich die Regulatorik relativ körperunbewusst spielt. Das heißt, wir haben ein sehr schnelles Spiel, Fouls werden gleich bestraft und führen dann gegebenenfalls zum Penalty. 5 Stunden wurde im Hotsportzentrum jeder gegen jeden und die Landesmeisterkrone gekickt. Die Meister qualifizieren sich dann zum Regionalturnier des NOV und da hoffen wir, dass wir da stark vertreten sind. Neben den Gastgebern gehörte der Oberlungwitzer SV zu den Teams mit der kürzesten Anreise. Die Oberlungwitzer eröffneten die Meisterschaft mit dem Spiel gegen den FSV Oschatz. Und setzten sich 2:0 durch. Die weiteste Anreise hatte der FSV 1990 Neusalzer Spremberg. Der sein erstes Spiel gegen die Dresdner vom SV Loschwitz 2:2 bestritt. Unerschrocken startete die SG Motor Wilsdruff gegen den Titelverteidiger VfL 05. Am Ende entschied der VfL 05 nach 15 Minuten diese Begegnung 4:1 für sich. Mit Spannung von vielen Besuchern erwartet, wurde das Match Hohenstein-Ernsthal gegen die Nachbarstadt Oberlungwitz. Es sollte zu einer engen Kiste werden. Schlussendlich setzten sich die Gastgeber 2:1 durch. Auch in den anderen Spielen blieben sie ungeschlagen. Heißt, der VfL 05 Hohenstein-Ernsthal wurde zum 3. Mal in Folge sächsischer Futsal-Landesmeister. Platz 2 belegte der FSV 1990 Neusalzer Spremberg vor dem Oberlungwitzer SV. Es ist angerichtet das 14. Rochlitzer Kugelstoß-Meeting. Die Stimmung unter den zahlreich erschienenen Zuschauern in der Sporthalle am Regenbogen war gut und das ließen sie auch raus. Schon beim Wettkampf der Frauen war das so. Das Starterfeld in diesem Jahr sehr international. Bei den 10 Frauen traten mit Auriol Dongmo, eine Starterin aus Portugal, Marketa Cevenkova, eine aus der Tschechischen Republik, und Sophie McKinna und Amelie Strickler, 2 aus Großbritannien an. Mit dabei auch die deutschen Hoffnungen Claudine Vita, Katharina Maisch und Julia Ritter. Bei 17,28 Meter schlug die Kugel von Katharina Maisch vom LV 90 Erzgebirge ein. Mit dieser Weite landete die Drehstoßerin am Ende auf Platz 5. In diesem Wettkampf setzten sich die Gäste durch. Mit 17,51 Meter belegte Amelie Strickler den 4. Platz. Ihre britische Landsfrau Sophie McKinna stieg mit 17,56 Meter aufs Podest. Sie musste sich Julia Ritter vom TV Wattenscheid geschlagen geben. Die 21-Jährige stieß die Kugel mit 17,57 Meter so weit wie noch nie zuvor. Bereits im ersten Durchgang machte Auriol Dongmo alles klar. Bei 18,31 Meter landete die Kugel im ersten Versuch der gebürtigen Kamerunerin, die seit diesem Jahr für Portugal startet. Die Konkurrenz im Auge hatte Christina Schwanitz. Die deutsche Vorzeigeathletin startete verletzungsbedingt allerdings nicht in Rochlitz. Naja, es ist so, dass ich ja vor einigen Wochen eine Knieoperation hatte im November. Und die Operation gut verheilt, also gut gelungen ist, nur die Heilung halt wieder mal nicht so. Und habe dann jetzt vor knapp 3 Wochen noch mal eine Spritze bekommen mit radioaktiver Flüssigkeit. Jetzt wird es tatsächlich langsam ein Knie und nicht mehr eine Bommel. Und habe jetzt langsam wieder mit dem Training angefangen. Und ja, vom Stand der Dinge her ist es so in Ordnung, wo wir jetzt gerade sind. Dafür hatte sie jede Menge Autogramme am Start und viele gute Gespräche. Auch in Hinblick auf ihren Einstieg in die Saison. Ich habe ja, wie gesagt, noch gar nie die Kugel in der Hand gehabt, was auch nicht schlimm ist, weil dann hat man umso mehr Lust, wenn es dann mal eine Weile nicht so war. Ich hoffe zumindest mal die Leistung von letzten Jahr und alles andere freue ich mich. Der Plan ist, zumindest bis jetzt in Halle, das ist Mitte Mai und dann, das ist jetzt so erstmal das Ziel. Das große Ziel ist halt dieses Jahr Tokio und dem wird alles untergeordnet. Nach einem Jahr Pause war mit Nico Kappel der Publikumsliebling und Paralympicsieger wieder mit dabei.
13,52 Meter sein weitester Stoß an diesem Tag. Bei den Herren der Schöpfung gingen 8 Athleten an den Start. Und auch hier war das Starterfeld international. Scott Lincoln, der aktuelle britische Meister, Ladislav Brazil aus der Tschechischen Republik und mit seinem Landsmann Tomáš Staněk hatte sich ein absoluter Weltklasseathlet angekündigt. Er hat eine Hallenbestleistung von 22,17 Meter und in dieser jungen Saison schon 21,23 Meter gestoßen. Der Dritte der Hallenweltmeisterschaften hätte an diesem Nachmittag mit jedem seiner 4 gültigen Stöße gewonnen. Der Meetingrekord in Rochlitz war allerdings nicht in Gefahr. Der weiteste Versuch des Hallen-WM-Dritten landete bei 20,75 Meter. Bester Deutscher war der deutsche Meister Simon Bayer aus Sindelfingen. Als Zweitplatzierter stellte er mit 19,71 Meter eine neue Hallenbestleistung auf. Ebenfalls auf dem Treppchen Platz nahm Denis Levke vom SCD-HFK Leipzig. Mit seiner persönlichen Bestweite von 19,58 Meter kam er auf Platz 3. Das Meeting, welches vom VfA Rochlitzer Berg, der LG Mittweida und mit großer Hilfe der Stadt Rochlitz organisiert wurde, war wieder der Publikumsmagnet mit Wohlfühlatmosphäre für Athleten aus 5 verschiedenen Ländern. Neben den soliden Leistungen der Sportler sorgten die Zuschauer in der Sporthalle am Regenbogen für gute Stimmung. Vom 31. Januar bis 2. Februar präsentierte sich der TSV Penig mit seiner Fußballabteilung in der Friedrich-Eduard-Bilz-Oberschule. Es ist unsere 6. Vereinspräsentation, die wir durchführen. Wir wollen unseren Verein vorstellen und auch der Umgebung zeigen, dass der Fußball in Penig aktiv ist und dass wir auch das gerne betreiben, diesen Fußballsport. Dafür hatten sich die Peniger viele Gäste eingeladen. Unter anderem in Limbach, Husdorf, wir haben auch eingeladen Burgstedt. Und kommen auch als Guide heim, ganz verschieden. Beim A-Jugendturnier am Samstag mischten gleich 2 Mannschaften aus der großen Kreisstadt Limbach-Oberfrohna mit. Die Spielgemeinschaft Limbach-Pleisa-Niederfrohna sowie die Spielgemeinschaft Oberfrohna-Rußdorf. Auch in Spielgemeinschaft angetreten waren Rührsdorf-Burgstedt sowie Dittersbach-Rossau-Hainichen. Mit Spielgemeinschaften kennt sich der TSV Penig ebenso aus. Weil stellenweise nicht genug Kinder da waren, zum Beispiel die A-Junioren, haben eine Spielgemeinschaft mit Herrnheide-Witschensdorf gemeinsam gemacht, um dort auch die Möglichkeit zu bieten, dass die Kinder beim Fußball bleiben, beziehungsweise die herannahenden Erwachsenen und nicht aus dem Sport verloren gehen. Wie man an dem Turnierwochenende sehen konnte, sind von den Herren bis zur G-Jugend im Penig alle Altersklassen vertreten. Wir haben auch in den F-Junioren 2 Mannschaften, die wir präsentieren, also auch unser Nachwuchs wird gut gefördert. Und im Spielfeld allgemein, da stehen wir sehr gut da. Die A-Mannschaft ist zum Beispiel Tabellenerster in der Kreisklasse. Ja, und wir haben Ambitionen aufzusteigen in die Landesklasse. Wer Lust hat, im Penig Fußball zu spielen, ist jederzeit willkommen. Beim A-Jugendturnier am Vereinspräsentationswochenende setzte sich die Spielgemeinschaft Oberfrohna-Rußdorf durch. Platz 2 errang die Spielgemeinschaft Limbach-Pleisa-Niederfrohna vor der Spielgemeinschaft Rührsdorf-Burgstedt. Bei den Penigern am erfolgreichsten war die F-Jugend mit Platz 1. Platz 2 erreichte Penig bei den Turnieren der E-, D- und C-Junioren und Platz 3 bei den G- und E-Junioren. Am 1. Februar öffnete die Burg Kriebstein wieder ihre Tore. Bei freiem Eintritt nutzten die großen und kleinen Gäste die Gelegenheit, um sich auf der Burg umzuschauen. Kinderschminken und Vorlesestunden aus dem Ritterkriegsbüchern stand für die kleinen Besucher im Programm. Dem Start in die neue Saison folgt natürlich das Programm für die Winterferien. Ja, also wir haben in den Winterferien 2 Ferienveranstaltungen für Kinder eingeplant, und zwar am 12. und am 19. Februar kann man ja sich zu den alten, zum Thema alte Rittersleut, Ritter auf Burg Kriebstein entsprechend informieren, und wir bieten da Erlebnisführungen für Kinder an und natürlich auch Familien, und wo man wirklich auch selber mal ein Schwert anfassen kann, einen Helm aufsetzen kann, und das ist natürlich für kleine Ritter- und Bogeninteressierte immer ein ganz spannendes Thema. Spannende Themen bieten natürlich auch die Sonderausstellungen. 2 öffneten parallel zum Tag der offenen Burg. Eine davon im Sonderausstellungsraum des Burgmuseums. Gespickt ist diese mit zahlreichen musealen Zeitzeugen und einer detailgerechten Eisenbahnplatte.
Die Sonderausstellung Dicke Luft auf der Burg Kriebstein beschäftigt sich mit der Zeit der Industrialisierung. Wir widmen uns dem großen Thema der Papierfabrik und der Burg Kriebstein in ihrem Miteinander der beiden maßgeblichen Familien, der Familie von Arnim, die auf der Burg wohnten, und der Familie Niethammer, die sozusagen die Papierfabrik gegründet und aufgebaut haben. Und dieses Nebeneinander war eben nicht immer konfliktfrei, und das ist sozusagen Thema und Inhalt unserer neuen Sonderausstellung. Ganz markant füllt ein großes Eisenbahnmodell den Raum. Es dient zur Anschauung, weil es zeigt eine Zeit oder einen Zustand, wie er heute überhaupt nicht mehr nachzuvollziehen ist. Er zeigt wirklich die große Industrieanlage, Papierfabrik am Fuße der Burg Kriebstein. Man hat dadurch ein sehr gutes Gefühl, oder man kann sich das wieder vorstellen, wie nah dieses Beieinander eigentlich war. Zum Gelingen der Ausstellung trug das Archiv der Burg und auch der Leihgeber bei. Also wir haben viele Sachen aus dem eigenen Bestand, also Ansichten der Burg Kriebstein und Bilder und Fotografien der Burg, der Papierfabrik, haben wir im eigenen Bestand. Und das Modell ist von Andreas Funke gefertigt worden, in jahrelanger akribischer Arbeit, dient als sozusagen Hauptexponat. Und die Papierfabrik selbst hat uns einige Exponate zur Verfügung gestellt. Neben Dicke Luft gibt es in der kleinen Galerie noch eine zweite Sonderausstellung zu sehen. Kriebstein, Ansichten und mehr. Malerei von Diplom-Designer Andreas Kunert, heißt sie. Diese zeigt mehr als nur markante Außenansichten. Dennoch ließ sich der Grafiker und Illustrator von der Burganlage zu einer Reihe von farbintensiven Malereien inspirieren. Beide Ausstellungen sind bis Ende der Saison im Oktober zu sehen. Bis dahin gibt es auch mehrere Sonderveranstaltungen, weiß die Chefin der Burg. Ja, wir haben wieder für die Saison 2020 ein buntes Programm zusammengestellt, angefangen von unseren Konzerten zu Ostern, Pfingsten und auch im Advent. Wir haben wieder als Großveranstaltung Burg der Märchen Anfang Juli im Programm, und wir beteiligen uns erstmalig dieses Jahr an der Nacht der Schlösser, was am 29. August stattfinden wird. Und da werden wir in Kooperation mit dem Mittelsächsischen Kultursommer die lange Nacht der klassischen Erotik präsentieren. Aktuell warten auf die Gäste in Burg Kriebstein zwei Ausstellungen. Zu besichtigen sind sie von Dienstag bis Sonntag in der Zeit von 10 bis 16 Uhr. Das Hohenstein-Ernst-Haller-Lessing-Gymnasium veranstaltete am 1. Februar den diesjährigen Tag der offenen Tür, wie gewohnt mit vielen Präsentationen und Mitmachangeboten für die Besucher. Sodass also jeder, der kommt, im Prinzip alles sehen kann, was das Gymnasium anbietet in allen Fachbereichen. Alle Lehrer sind da, Schüler, die auch aus ihrer Sicht über den Unterricht und die Möglichkeiten und das Klima an der Schule berichten können. Ja, und wir glauben, dass wir damit natürlich unseren zukünftigen Schülern und Eltern einen guten Einblick bieten, was sie denn eigentlich am nächsten Jahr erwartet. Das Lessing-Gymnasium hat viele Argumente, warum es lohnt, die Schulbank in dem Gymnasium im ländlichen Raum zu drücken. Wir bieten eine relativ große Bandbreite an Möglichkeiten an. Zum einen, dass wir neben dem naturwissenschaftlichen Profil Spanisch als dritte Fremdsprache, aber auch ein künstlerisches Profil anbieten. Das macht nicht jede Schule. Wir haben in der Oberstufe eine sehr große Bandbreite an Leistungskursen, vor allen Dingen Geschichte, Kunst ist relativ selten, Chemie, Biologie und Physik, Englisch natürlich auch, die wir im Prinzip den Schülern ermöglichen, und darüber hinaus haben wir ein sehr, sehr breit gefächertes GTA-Angebot. Das ermöglicht Schülern, individuelle Interessen zu vertiefen. Es gibt unterschiedliche sportliche Angebote. Der Schulzoo mit verschiedenen Exoten bietet Möglichkeiten für Naturinteressierte. Auch die musisch Begabten und Kreativen können sich ausleben. So bietet die Aula die passende Bühne, um Theater zu machen. Zum Tag der offenen Tür probte Sabine Kühnert mit ihren Schülern das Märchen Das magische Vergessen. Das Lessing-Gymnasium ist im Landesamt für Schulen und Bildung, Standort Zwickau, eine von vier Schulen, die überhaupt den Kunstleistungskurs anbietet, und das künstlerische Profil soll natürlich auch ein Stück weit den Schülern Kreativität
ermöglichen, auszuleben in verschiedensten Bereichen und natürlich am Ende auch ein Stück weit vorbereiten auf das, was im Kunstleistungskurs dann abverlangt von den Schülern, die das gerne machen möchten. Zahlreiche Besucher kannten sich in dem Gymnasium bestens aus. Wir freuen uns, dass auch viele ehemalige Schüler uns immer wieder besuchen, uns berichten, was aus ihnen geworden ist und einfach Kontakt zu den ehemaligen Lehrern halten. Und das Schöne daran ist ja, dass wir daran auch sehen, dass wir sehr vieles sehr gut gemacht haben in den vergangenen Jahren als Kollegium. Um eine moderne und ansprechende Bildungseinrichtung zu bleiben, wurde in den vergangenen Jahren viel investiert. Da muss man erstmal voranstellen, dass wir durch die Stadt Hohenstein sehr gut unterstützt werden. Wir haben ein ausgezeichnetes Verhältnis zur Stadt. Wir werden in Entscheidungen einbezogen und die Stadt versucht auch möglich zu machen, was nur irgendwie geht. Zum Beispiel haben wir im letzten Jahr eine Renovierung von Haus 1 hier auf dem Campus durchführen können. Das bedeutet neue Elektrik, neue Fußbodenbelege. Jetzt im Februar werden die neuen Möbel geliefert. Wir haben Malerarbeiten gehabt im ganzen Haus, sodass jetzt eigentlich erstmal sämtliche Gebäude soweit durchsaniert sind und auf einem guten Stand sind. Auch in Zukunft steht einiges an. Die Digitalisierung hält natürlich auch nicht vor Hohenstein. Wir nutzen natürlich die Möglichkeiten des Digitalpakts und haben feste geplant, wie wir uns weiterentwickeln wollen. Auf der einen Seite technisch, auf der anderen Seite haben wir eine relativ große Arbeitsgruppe mit vielen Kollegen, die sich Gedanken machen, wie wir das noch mehr in den Unterrichts- und Schulalltag überführen wollen. Die Nutzung der wachsenden technischen Möglichkeiten. Ein bauliches Projekt ist der Schulhof. Es wird notwendige Bauarbeiten geben zur Absicherung des Grundstücks Richtung Süden, zu den angrenzenden Gärten und Häusern. Und im Zuge dessen freuen wir uns, dass wir hoffentlich dann im Sommer ein grünes Klassenzimmer haben werden, mit dem wir dann spätestens im nächsten Schuljahr, dann, wenn die nächste Wärmeperiode kommt, auch die Möglichkeit haben, mal aus dem Schulhaus raus, da wo vielleicht der Wind ein bisschen kühler weht, uns mit den Schülern zu begeben und an der frischen Luft dann auch mal Unterricht unkompliziert zu machen. Ein großes Thema ist in Sachsen der Lehrermangel. Kann ich für das Gymnasium Hohenstein jetzt erstmal nicht bestätigen. Wir haben genügend Lehrer. Wir können den Unterricht in allen Fächern abdecken. Wir haben keine Kürzung oder Ähnliches. Es ist ganz klar, über mehr Lehrer würde man sich natürlich immer freuen, aber wir haben genügend Lehrer, um alle unsere Aufgaben erstmal abdecken zu können. Am 27. Januar beschloss in Limbach-Oberfrohna der Stadtrat den Doppelhaushalt 2020-21. Jetzt wartet man noch auf die Genehmigung. Der Oberbürgermeister Dr. Jesko Vogel rechnet damit, dass ab Ende März der Haushalt bewirtschaftet werden kann. Heißt auch für uns, wir können dann bis 31.12.2021 damit arbeiten und haben im nächsten Jahr nicht diese Unterbrechung, die wir jetzt haben, von ungefähr 2 bis 3 Monaten, die sogenannte haushaltslose Zeit. Und es gibt noch eine gewisse Sicherheit über Investitionen und im Ergebnishaushalt, dass man eben das an einem Stück in 2 Jahren abarbeiten kann. Es sind trotzdem 2 Einzelhaushalte, die aufgestellt werden inhaltlich, aber es ist für die Verwaltung einfacher und wir haben noch den Vorteil, dass wir nur einmal in 2 Jahren in die Haushaltsaufstellung gehen, weil das noch ein relativ großer Aufwand ist. Dann muss man verhandeln, was drin bleibt, was rausgestrichen wird, weil die Mittel nicht ausreichen. Sicherheit über Investitionen zu haben, ist wichtig, weil 2020 neue Maßnahmen anstehen. Wir haben jetzt personell aufgestockt im Hoch- und Tiefbau. Das wird dann wirksam werden, wenn der Haushalt dann bewirtschaftbar ist, sodass wir schon anstreben, das ist also wirklich das Ziel, dass wir realistisch planen und realistisch auch die Sachen, die wir geplant haben, auch umsetzen. Dass also nicht so eine große Lücke klafft. Und
wir auch wirklich versucht haben, nur das anzumelden, was wir realistisch mit den Leuten umsetzen können. Ne? Große Baumaßnahmen stehen vor dem Abschluss, so die Turnhallen Wolgenburg und Pleiser oder der neue Bauhof. Geplant sind nun zahlreiche Erhaltungsmaßnahmen an Immobilien, Straßenflächen und auch Gewässern. Dort haben wir auch relativ viel mehr Geld jetzt eingestellt, weil wir da durchaus in verschiedenen Bereichen Nachholbedarf haben. Da ist es klar, dass wir da langsam in die Richtung gehen, dass wir im normalen Erhalt unsere Anlagen dann noch hinbekommen. Ne? Dass wir also nicht das so weit verschlechtern lassen, dass wir dann in Investition gehen müssen, sondern dass wir kontinuierlich in der Erhaltung dranbleiben und dann letztlich alles auf den normalen Stand zu halten. So, das ist in den letzten Jahren zu kurz gekommen. Und da gibt es noch andere Schwerpunkte in Richtung Digitalisierung. Da stehen wir jetzt doch erheblich unter Druck, dann entsprechende Prozesse hier einzuführen und für den Bürger anzubieten. Das wird also ein Schwerpunkt auch der nächsten zwei Jahre sein. Und wir wollen erreichen, dass wir dann mit den Doppelhaushalten vielleicht noch mit dem nächsten dann das Investitionsniveau wieder nach unten fahren können. Ja, wir haben dann eigentlich aus unserer Sicht einen guten Stand, haben viele neue Bauten dann auch wieder mal durchgeführt oder umgesetzt, was ja bis 2016 haben wir im Prinzip 10, 12 Jahre gar nichts neu gebaut in der Stadt. Und jetzt haben wir ja einige Turnhallen. Ich möchte noch auf das Gewerbegebiet Süd verweisen. Es wird eine sehr große Investition für die Zukunft, auch wichtig für die Stadt. Da sind wir jetzt so weit, dass wir unmittelbar in die Ausschreibung gehen können, nachdem der Haushalt bewirtschaftbar ist. Wie die Kämmerin Inka Reitzmann ausführte, kann Limbacher Frohna auf eine solide Finanzlage blicken. Also wir haben jetzt auch alle Jahresabschlüsse vorliegen bis 2018. Da sind wir ja auch so mit ziemlich der einzigste Kommune, die jetzt so weit fortgeschritten ist und zeitnah die Jahresabschlüsse aufgestellt hat. Wir haben einen Rücklagenbestand von 32,7 Millionen und eine Liquidität von ungefähr 25 Millionen. Wie auch schon erwähnt, sind wir nahezu schuldenfrei. Das heißt also, es läuft noch ein Kredit. Der wird auch noch ein paar Jahre laufen. Aber ich sag mal, der Schuldenstand beträgt Ende 2020 nur noch 3,72 Euro pro Einwohner. Das ist schon unterdurchschnittlich. Im Ergebnishaushalt sind für 2020 46,6 Millionen Euro Erträge geplant und Aufwendungen in Höhe von 49,7 Millionen Euro. Altabschreibungen bis 2017 können dem entgegengesetzt werden. So dass sich der Betrag eigentlich auch wieder relativiert, sodass wir im Gesamtergebnis dann auch noch gut 500.000 Euro einen Minusbetrag haben und das können wir aus unserer Liquidität decken, also aus unseren verfügbaren Mitteln, die wir auch in den letzten Jahren, wie es aus den Haushaltsjahresabschlüssen deutlich wurde, quasi erwirtschaftet haben. Bei den Ausgaben ist ein großer Posten der Transferaufwand. Also ein Aufwand, wo wir einfach nur Geld weiterreichen, zum Beispiel für unsere Kitas. Das ist somit die höchste Summe. Ne? Da zahlen wir ja 10,2 Millionen in 2020. Aber auch unsere Kreisumlage belastet uns natürlich im Transferaufwand. Und die liegt auch knapp 1 Million mehr als im Vorjahr, ne? Mit bei 9,9 Millionen. Zumal das wahrscheinlich noch nicht mal ganz reichen wird, weil zum Stand der Haushaltsplanaufstellung sind wir noch von ein bisschen weniger Kreisumlage ausgegangen, als es jetzt wahrscheinlich kommen wird. Größere Ausgaben sind für verschiedene Investitionsvorhaben geplant. Also unser Gewerbegebiet ist mit 7,9 Millionen veranschlagt. Dem stehen natürlich auch Fördermittel in Höhe von 85% gegenüber. Aber in der Auszahlung sind die knapp 8 Millionen ja erstmal drin. Dann haben wir die Turnhalle Albert-Schweitzer Gymnasium mit 5,3 Millionen Gesamtkosten. Teilt sich alles ein bisschen auf. Ich habe jetzt nochmal die Gesamtkosten mir rausgezogen. Das ist natürlich nicht nur in einem Jahr immer drin. Dann haben wir den Neubau einer Kita, ne, Professor-Wilkomm-Straße mit 4,9 Millionen Euro. Wir haben die weiterführende Sanierung unserer Oberschulen mit insgesamt 3,6 Millionen Euro. Straßenbaumaßnahmen sind einige drin. Die Lindenstraße 3,3 Millionen, Schröderstraße 1,1 Millionen, Feldsteig 1 Million und Goethestraße 1,3 Millionen. Investiert wird auch deswegen. Jeder weiß, das Geld auf dem Bankkonto bringt einen aktuell gerade gar nichts. Ganz im Gegenteil, wir zahlen bald noch dafür. Und das ist nicht unerheblich, sodass jetzt auch die Zeit gekommen ist, dass die Mittel investiert werden müssen, sollten. Und an den Gebäuden, an Einrichtungen sieht man es ja auch, dass der Bedarf entsprechend da ist. Ne? Weil Geld nicht unendlich vorhanden ist, soll, so die Kämmerin, das Investitionsvolumen mittelfristig wieder heruntergefahren werden. Gibt es Ihrerseits noch Fragen?
Die Wochensplitter wurden Ihnen präsentiert von Volker Kluge GmbH, Ihr Mietgeräteprofi und Servicepartner für Baumaschinen, Elektrowerkzeuge und Motorgeräte in Frankenberg. Satkabel in Burgstedt ist der Spezialist für das schnelle und preiswerte Highspeed-Internet über Fernsehkabelnetz. Bei uns surfen Sie nicht nur mit Höchstgeschwindigkeit, sondern sichern Ihre Daten auf entfernten Servern, können Fernsteuerungen in Echtzeit durchführen und spielen mit einem Superping. Hinzu kommt das Telefonieren in bester Qualität bei kostenloser Rufnummernmitnahme und günstigen Minutenpreisen. Lassen Sie sich beraten zu unseren attraktiven Komplettangeboten. Entweder vor Ort im Ladengeschäft oder telefonisch unter 03724 666 535. Besuchen Sie unsere Website sat-kabel-online.de. Ja, liebe Zuschauer, hier im Esche-Museum gibt es auch eine Maschine, die vor kurzem erst wieder in Betrieb genommen wurde. Und Frau Papstmann, können Sie das unseren Zuschauern noch etwas genauer erklären? Ja, das ist ein sogenannter Rechts-Links-Kettenstuhl, also eine Kettenwirkmaschine, die auch hier in Limbach gebaut wurde. Das Besondere ist eben, dass sie Bänder herstellt. Die wurden früher verwendet so als Hutbänder oder aber auch als Trauerbänder oder Trauerflore. Und es ist mit einer der letzten Maschinen, die wir jetzt hier in unserer Ausstellung in Betrieb genommen haben. Das war doch ein monatelang dauernde Arbeit, die dahinter steckt, und so kann die jetzt eben wieder vorgeführt werden. Und wir haben ja zweimal im Monat feste Termine für Maschinenvorführungen. Und wann sind die genau? Also die sind immer am zweiten Samstag eines jeden Monats und am vierten Sonntag eines jeden Monats. Und es steht auch immer auf unserer Homepage die genauen Termine. Ja, liebe Zuschauer, kommen Sie mal vorbei hier am Esche-Museum und besuchen Sie die Führungen der Maschinen. Und im Programm geht es jetzt erstmal weiter mit unserem Sachsenmeier. Dieser Beitrag wird Ihnen präsentiert vom Kosmetiksalon Barbara Riedel in Flüha. Ah, nee. Nee. Ach, hallo. Nee, eigentlich, das mit der Organspende. Der Kelch ist an uns erst einmal vorbeigegangen, Gott sei Dank. Von welchen alle sind Organspender? Also, der Spahn, der kann ja sein Organ spenden, wenn er will, der Spahn. Aber, nee. Wissen Sie, der wollte ja, dass alle Organspender sind, alle die, die nicht rechtzeitig Nee sagen. Nee, ich will nicht. Die, das nicht sagen, sind automatisch Organspender. So wollte das ja der Spahn, der Gesundheitsminister, hörte. Das täte dann sein wie bei Frauen. Wer nicht rechtzeitig Nee sagt, die wird vergewaltigt. Es geht doch nicht. Wenn du es vergisst, Nee zu sagen, ne, da, nee, nun muss jeder Ja sagen. Ja, das ist, also wenn du deine Organe, wenn die anderweitig verwendet werden sollen, ne, da musst du Ja sagen. Und so, also das ist Gott sei Dank so, ne, wenn alle automatisch Organspender sein täten. Ne Mensch, dann täte es ja auch vielleicht zu einer Art Organschwemme kommen. Ja. Ne, wie ich die Leute kenne, hätten die meisten ja einfach vergessen, Nee zu sagen. Der Preis für eine Leber, ne, der Preis für eine Leber hätte dann genauso fallen bei einer Organschwemme wie der Pflaumenpreis, wenn bei Pflaumenschwemme. Ja. Na, wobei, Deutschland könnte dann, also wenn der Spahn gewonnen hätte, dann hätte Deutschland vielleicht auch bei den Organen Exportweltmeister sein können. Da hätten wir dann hier den Markt beherrscht auf dem Organspendersektor. Ne? Ja, und so ein Markt, ne, der wird ja immer durch die Nachfrage wird dann der Preis reguliert. Ne? Und ja, auf so einem Markt, da gibt es dann eben auch Luxusangebote. Ne? Da gibt es eben dann eine Superniere von einem
von einem berühmten Sportler oder so, na, der Tollste, weiß der Teufel, also so Organart, das wäre schon eine spannende Sache. Ne? Auf der anderen Seite gibt es dann auch bestimmt günstige Organe, ne? Also mit geringer Restlaufzeit, vielleicht von Rentnern oder so. Ne? Vielleicht hätte dann auch Aldi in den Organhandel mit eingesteichen. Aber na, Gott sei Dank, das ist ja, ja nee, das wäre ja auch noch alles ganz okay, ne? Aber sind Sie eigentlich Organspender? Ach, Sie interessiert das Thema nicht. Obwohl, wenn ich mir Sie so angucke, ein neuer Kopf wäre eigentlich gar nicht schlecht. Ja, gut. Nee, das große Problem beim Organspenden oder beim Organwechseln, ne, das ist ja mit oder ohne Nähsachen, ganz egal mal jetzt. Ne. Wenn ich, ne, ich weiß ja aber nie, wer mein Organ kriegt. Und das ist das Problem. Es täte mir überhaupt nicht gefallen, wissen Sie, wenn meine Niere, also wenn ich mit meiner Niere irgend so einen Knallmax aus der Vorstandsetage von der Deutschen Bank aus der Patsche helfen täte, mit meiner schönen Niere, den, ne? Nee. Oder mit meinem Hirn einen Spitzenpolitiker aushelfen. Oh, nee. Oder mit meinem Dickdarm irgendeinem Fußballstar. Nee. Oder gucken Sie mal auch die ganz super Reichen. Wenn die schlechte Gene geerbt haben, ne? Die haben eben schlechte Gene geerbt, die super Reichen, und die Organe machen irgendwann schlapp. Kann passieren. Ne? Tja, warum soll ich denn den super Reichen mit meinen Organen helfen? Helfen die mir denn, wenn ich, also wenn bei mir das Geld ausgeht? Machen die dann Finanzspende an mich, weil ich kein Geld geerbt habe? Aber ich soll Organspende machen, weil die schlechte Organe geerbt haben? Nee. Also wissen Sie, das ist... und am Ende bestehen dann die Superreichen bloß noch aus Fremdorganen. Unsterblichkeit wird Realität. Ne? Die alten Ägypter, die haben ja für die Unsterblichkeit haben die noch Pyramiden gebaut. Ne? Und die alten Mayas, die haben wegen ihrer Unsterblichkeit, also die Könige von den Mayas, die haben wegen der Unsterblichkeit Hunderte von Menschen geopfert. Tja. Jetzt einfach neue Organe. Die Reichen, die waren wirklich unsterblich. Die Organreserven in der dritten Welt sind ja schier unerschöpflich. Ne? Ja, nee, die Unsterblichkeit wird täte möglich werden. Gott sei Dank ist das Gesetz. Wie gesagt, wir müssen ne. Wir müssen ne sagen. Uns müssen sie fragen vorher. Ne? Und nee, also was mich betreffend tut, ne, ich muss wirklich echt zugeben, dass es nur ganz wenige Leute geben tut, denen ich gerne mit meinen Organen helfen täte. Ne. Es gibt viel mehr Leute, denen täte ich meine Hüften wünschen, ne, samt Arthrose und meine Fettleber. Ja, aber nee, meine Nieren zum Beispiel, ne, nee, die behalte ich. Tschüss. Dieser Beitrag wurde Ihnen präsentiert vom Kosmetiksalon Barbara Riedel in Flöha. An dieser Stelle wollen wir Ihnen nochmal einen kleinen Veranstaltungstipp nahelegen, denn die Zeit rennt ein bisschen, Frau Papstmann. Ne? Wir sind im Moment in unserer aktuellen Sonderausstellung Unter Dampf, wo wir die Modellbahnen aus der Sammlung von Wolfgang Ziemert zeigen, beziehungsweise eine Auswahl. Das sind ja Modellbahnen, vor allem aus der DDR. Und die Ausstellung läuft noch bis zum 23. Februar und an diesem letzten Ausstellungstag wird es auch um 14.30 Uhr eine Führung durch einen Modellbahnsammler, durch einen Experten also geben. Ja, und wir sind auch schon wieder am Ende der Sendung angelangt. Machen Sie es gut.